durch die Bewegte der Geschichte der Levante. Zur Erklärung, die Levante umfasst die Gebiete der heutigen Staaten Syrien, Libanon, Israel, Jordanien und der türkischen Provinz Hatay. Wir beginnen im 4. Jahrtausend vor Christus mit der Geschichte des alten Ägyptens. Durch den Nil und dem dazugehörigen Delta konnten die Ägypter zur Hochkultur aufsteigen und ein Reich erschaffen, was in seiner Form mehrere tausend Jahre bestand. Die Hittiter waren ein kleinasiatisches Volk des Altertums, das im 2. Jahrtausend vor Christus auch in Syrien und in Teilen des heutigen Libanon und Israel politisch und militärisch einflussreich war, was sie zum Player in der Region machte und zu Konflikten mit den Ägyptern, die ebenfalls territoriale Ambitionen verfolgten, führte. Die Schlacht bei Kadesh zwischen den Ägyptern und den Hittitern fand im 5. Regierungsjahr des Pharaos Ramses II. 1274 vor Christus bei der Festung Kadesh im westlichen Syrien nahe der heutigen syrisch-libanesischen Grenze statt. Sehr bedeutend dabei war es, nach dem Konflikt, dass es zum ersten dokumentierten Friedensvertrag der Welt kam, dessen Original Steinplatte heute im UN-Hauptquartier ausgestellt wird. Ramses II., auch Ramses der Große genannt, regierte rund 66 Jahre von 1249 bis 1213 vor Christus und ist damit einer der am längsten amtierenden Staatsoberhäupter der Welt. Er gilt als einer der bedeutendsten Herrscher des alten Ägyptens. Die Invasion der Seevölker gegen Ende des 13. Jahrhunderts vor Christus, vor allem zu Beginn des 12. Jahrhunderts vor Christus, führte nach Berichten von Ramses III. Zu ernsten Bedrohungen für Ägypten, die blutig gegen die ethnisch heterogene Gruppe an Völkern vorgingen. Das Hittiterreich wiederum konnte dem Ansturm nicht standhalten und ging dabei unter. Hammurabi war von 1792 bis zu seinem Tode 1750 vor Christus der sechste König der ersten Dynastie von Babylon und trug den Titel König von Sumer und Akkad. Er legte den Grundstein für den Erfolg Babylons zur Hochkultur und um seine Person herum entstand auch der einheitsstiftende Gilgamesch-Epos. Mit Kyros II., oft auch Kyros der Große genannt, regierte Persien von etwa 559 vor Christus bis 530 vor Christus, stoß nun auch die Perser in die Levante vor. Die Perser müssen weiter wachsen. Die Expansionsstrategie wird zur Existenzgrundlage. Xenophon und der Zug der 10.000 ziehen 401 vor Christus durch Persien. Er beweist sich in schwierigsten Situationen und zeigt wahre Führungsstärke, was man auch in seinem Werk Anabasis nachlesen kann. Alexander der Große bzw. Alexander der Dritte von Makedonien war von 336 vor Christus bis zu seinem Tod König von Makedonien und Hegemon des Korinthischen Bundes. Er zerstörte bzw. eroberte von 334 bis 333 vor Christus das Reich der Perser. Die Diadochen waren Feldherren Alexander des Großen, die nach dessen unerwarteten Tod 323 vor Christus das Alexanderreich unter sich aufteilten und sich mit wechselnden Bündnissen in insgesamt 6 Diadochenkriegen bekämpften. Bis 320 vor Christus etablierte sich ein Staatensystem und auf dem Gebiet der Levante 320 vor Christus entstand das Reich der Seleukiden und in Ägypten übernahm die Ptolemäer. 30 vor Christus wurde Ägypten endgültig von Rom erobert. Damit endet auch die Vorherrschaft des Hellenismus in der Levante, da zuvor auch schon das Seleukidenreich zusammenbrach.
395 nach Christus teilte sich das Römische Reich endgültig ins West- und Oströmische Reich. Das Byzantinische Reich stellte keine Neugründung dar, vielmehr handelt es sich um die bis 1453 weiter existierende östliche Hälfte des Römischen Reiches, also um die direkte Fortsetzung des Imperium Romanum. Zwischen 230 bis 630 nach Christus kommt es immer wieder zu Kriegen und Auseinandersetzungen zwischen Byzantinern und dem Perserreich der Sassaniden. Beide Großmächte verschleißen sich in diesen Konflikten sehr stark. Die 630er Jahre, Beginn der islamischen Expansion, Ostrom bzw. Byzanz verliert den Großteil seiner orientalischen Besitzungen, kann sich aber letzten Endes behaupten. Persien dagegen fällt bis 651 dem Amtssturm der Araber zum Opfer. bis 1099, der erste Kreuzzug war ein christlicher Kriegszug zur Eroberung Palästinas, zu dem Papst Urban im Jahre 1095 aufgerufen hatte. Sein ursprüngliches Ziel war die Unterstützung des Byzantinischen Reiches gegen die Seldschuken. Der Templerorden war ein geistlicher Ritterorden, der von 1118 bis 1312 bestand. Seine Mitglieder waren als Templer, Tempelritter oder Tempelherren bezeichnet. Sein voller Name lautete Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Der Ritterorden wurde 1118 im Königreich Jerusalem gegründet. Im Zuge der Belagerung von Akkon durch die Mamelucken ging am 28. Mai 1291 die letzte bedeutsamste Bastion des Königreichs Jerusalems verloren. Jerusalem selbst war bereits seit 1244 endgültig wieder in der Hand der Muslime. Tyros, Sidon und Beirut sollten zwischen Mai und Juli 1291 fallen. Und damit auch die Legitimation der Tempelritter, der eigentlichen Schutzmacht christlicher Pilger im Heiligen Land. Das Osmanische Reich war das Reich der Dynastie der Osmanen, das von ca. 1299 bis 1922 bestand. Viele kamen in Kerker oder unter der Folter ums Leben. Wer widerrief, wurde in Frankreich als rückfälliger Ketzer sofort verbrannt. Am 22. März 1312 erhob der Papst auf dem Konzil von Vienne den Templerorden auf, weil sie sich angeblich der Häresie schuldig gemacht haben und nutzlos geworden sei. In Wahrheit war dem französischen König der reiche Templerorden ein Dorn im Auge. Süleyman der Erste, auch genannt der Prächtigste, von 1494 bis 1566 gilt einer der bedeutendsten Osmanherrscher. Während der mehr als 40-jährigen Herrschaftszeit Sultan Süleymans des Ersten erreichten die geografische Ausdehnung und die Macht des Reiches ihren Höhepunkt. 1609 bis 1616, Erbauung der Blauen Moschee gegenüber der Hagia Sophia. 1798 bis 1801, Napoleon in Ägypten. Die geraubten Kunstschätze führen zu der bis heute anhaltenden Faszination mit dem Land. 1805 bis 1848, Regentschaft Muhammad Alis in der Levante.
Er regiert als praktisch unabhängiger Teil des Osmanischen Reiches. 1869 Fertigstellung des Suezkanals als französische Kooperation. Europäisches Interesse an der Region ist nun auch wirtschaftlich sichtbar. 1882, die Briten übernehmen die Kontrolle in Ägypten. Beschuss Alexandrias und mehrere Schlachten folgen. 1896, Theodor Herzl veröffentlicht Der Judenstaat und entwickelt eine Bewegung für eine jüdische Heimat in Palästina. 1914 bis 1918 tobt der Erste Weltkrieg in Europa. Auch in der Levante kommt es zu Kämpfen mit britischen Truppen und arabischen Unabhängigkeitskämpfern vom Suezkanal bis Syrien und Mesopotamien. Eroberung Jerusalems am 30. September 1917 durch die Briten. Befreiungskriege und Republiksgründung finden 1919 bis 1924 in der Türkei statt. Mustafa Kemal Atatürk, 1923 bis 1938, ist der erste Präsident der Türkei. 1947 bis 1949, erster israelisch-arabischer Krieg und Gründung Israels. Ich hoffe, man konnte anhand meines Zeitstrahls die sehr bewegte Geschichte der Levante erkennen. Und ich hoffe, Ihnen einen kleinen Überblick verschafft zu haben. Und ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Vielen Dank.